Ja, hallo, mein Name ist Oliver Hartmann. Ich bin Quality Engineer bei der Firma Record Power und hier zu Besuch bei Maschinenhandel Meier. Die haben mich freundlicherweise eingeladen und ich möchte euch ganz gerne das Futter vorstellen, das SC3 und das SC4, was viele von euch ja wahrscheinlich schon kennen. Wir kriegen immer wieder Probleme, dass Kunden also sagen, das funktioniert nicht, das ist gebrochen und das ist einfach ein Problem mit der Reinigung. Man muss leider Gottes Geräte reinigen, Maschinen reinigen und auch Futter reinigen, weil Holzstaub und eventuell Öl da drin sich bindet, was dann dazu führt, dass das Ganze schwergängig wird und wenn man dann etwas zu heftig an dem Futter dreht, dann kann man da auch schon was kaputt machen. Um da ein bisschen Vorsorge zu leisten, möchte ich euch das gerne zeigen, wie man das reinigt. Ist relativ einfach. Ich fange mal mit dem SC3 an. Ihr braucht unheimlich viele Werkzeuge. 3 mm. Sprengringzange. Das ist alles. So, machen wir mal auf. Gucken wir mal, was da so drin ist. So, da haben wir einmal das Futter. Dann haben wir den Schlüssel. Dann haben wir ein Faceplate. Hier drin haben wir dann die Holzschraube und Befestigungsschrauben mit den Schlüsseln und hier noch Spannbacken, 50 mm. Alles was da drin ist, könnt ihr hier so auch sehen. Und jetzt nehmen wir das mal zur Seite, damit wir ein bisschen Platz bekommen. Das brauchen wir nicht, um es zu reinigen. Also wie gesagt, ich habe hier einen T-Schlüssel. Für euch haben wir natürlich hier im Paket noch die anderen Schlüssel mit drin. So, die ganze Geschichte ist hier also in einer Tüte und da befindet sich eine ganze Menge Öl drin. Und das ist auch gut so. So, das erste, was man wissen sollte, das ist Baustahl. Das Öl sollte man natürlich abreiben, bevor man es benutzt. Weil sonst wird sich der Holzstaub und so weiter da mit draufsetzen und das wird dann auch in die Bohrung reingehen, das geht dann in Läufe rein, ins Gewinde, hier hinten ins Schneckenrad und das macht das Ganze schwergängig. Und wenn man das also dann länger nicht benutzt, wie gesagt, sauber machen, am besten wieder in die Tüte rein mit dem Öl, weil das verhindert dann, dass das Ganze rostig wird. So, um das Ganze auseinanderzunehmen, ich mache das mal so. Hier gibt es einen Sprengring, der muss raus und dann fällt die ganze Geschichte auch schon auseinander. So, das mache ich jetzt mal, ohne mich damit umzubringen. So, da ist der Ring. Und wenn man jetzt das Ganze umdreht, so, dann kann man also das ganze Futter auseinandernehmen. Das ist alles. Dann ist alles raus. Hier habt ihr die Schnecke und hier sind dann halt die Zähne, in denen sich das Ganze bewegt. Die müssen auch in einer bestimmten Reihenfolge wieder eingesetzt werden, da komme ich gleich zu. So, um das zu reinigen, viel benutzen Druckluft, wenn das noch zusammengebaut ist. Bitte macht das nicht. Der Grund dafür ist, dass mit der Druckluft, überall wo die Luft hin kann, drückt es dann den Holzstaub mit dem eventuellen Öl oder was auch immer für ein Mittel ihr verwendet, drückt sich dann irgendwo zwischen die Zähne. Dann wird das Ganze bewegt und dann kann es also durchaus sein, dass diese Wandung dann bricht. So, und das ist natürlich das, was wir vermeiden wollen. Von daher einfach alles schön sauber machen und dann kann man so ein bisschen Silikonspray verwenden von einer sehr beliebten Firma, für die ich keine Schleichwerbung machen möchte, Record Power. So, das Ganze dann einfach nur, wenn es alles trocken ist, ein bisschen einsprühen und damit wird dann auch die Feuchtigkeit verdrängt. Das ist alles, das ist also kein Öl, das ist nur dazu da, um Feuchtigkeit zu verdrängen. So, das Erste, was ihr also machen müsst, diese Spannbacken haben hinten eine Nummer. Ups, 1, 2, 3 und 4. Und die müssen also in einer ganz bestimmten Reihenfolge eingesetzt werden, damit die gleichzeitig zusammenkommen. Und zwar gegen den Uhrzeigersinn Nummer 1, Nummer 2, unten die Nummer 3 und hier die Nummer 4. Wo ihr da anfangt, macht überhaupt keinen Unterschied.
aber die sind also hinten auch unterschiedlich und wenn man die in der falschen Reihenfolge einsetzt, dann funktioniert das nicht. Also machen wir die jetzt mal rein. Die kann man also einschieben. So, und dann bringt man die zusammen. So, und wenn die dann so zusammen sind, dann kann man hier auch ein schönes Viereck sehen. Dann sieht das gleichmäßig aus, dann drehe ich das Ganze einfach nur auf den Rücken. Und dann kann ich auch natürlich die Schnecke nach unten das Ganze jetzt einsetzen. Und dann geht das da rein. So, jetzt hat es also gefasst. Und sobald es gefasst hat, kann ich dann auch wieder den Ring nehmen. Den einsetzen, die Hand drüber halten, da ist eine ziemliche Spannung drauf. Und wenn euch der flöten geht, dann kann es ein bisschen wehtun. So, runterdrücken, bis er richtig einrastet. Da habt ihr es gehört. Und da ist die ganze Geschichte wieder zusammen. So, dann nehmen wir uns den Schlüssel, der natürlich dann hier eingreift in die Zähne. Und dann kann man auch die ganze Geschichte bewegen. Und dann sieht man auch, die gehen gleichmäßig auseinander. Sollte man da was falsch gemacht haben, kann man also eine ungleichmäßige Geschichte sehen, die dann so 6-7 mm auseinander sind. Da sieht man also sofort, wenn was falsch gelaufen sein sollte. Eigentlich funktioniert das nicht. So, das hat dann einen natürlichen Endstopp. So, hier. Soweit geht's. Bitte jetzt nicht versuchen. Ich muss noch einen Millimeter weiter. Sobald ihr das mit Gewalt macht, kann das also brechen. Bitte nicht tun. Und dann kann man das auch ganz wieder schön zusammen machen. Und das kommt dann auch wieder so zusammen. Das war schon alles. Für das SC3 ganz einfache Geschichte, sollte man regelmäßig machen, damit der Holzstaub dann auch keine Behinderung darstellt und damit ihr auch lange Freude mit dem ganzen Futter habt. Alles klar, schönen Dank.